Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal geht es um GGT und KGV mit Primfaktorzerlegung. Ich habe das ganze Thema in vier Kapitel zerlegt. Zum ersten klären wir allgemein, was Primzahlen sind, dann den Begriff Primfaktorzerlegung, danach klären wir, was GGT und KGV sind und wie man es ausrechnet in einfachen Fällen und zum Schluss zeige ich, wie man den GGT und das KGV mithilfe der Primfaktorzerlegung auch bei schwierigeren Zahlen bestimmen kann. Schicke ich zunächst die Definition vorweg. Eine natürliche Zahl ist prim, wenn sie genau zwei Teile hat, nämlich die 1 und sich selbst. Dann können wir es mal schauen. Fangen wir an mit der einfachsten Zahl, die es gibt, die 1 selber. Viele denken, das wäre eine Primzahl, ist aber keine, denn sie hat nur einen Teiler, nämlich sich selbst. Also keine Primzahl. Die 2 hingegen, die ist eine Primzahl, auch wenn das die meisten nicht glauben, denn die hat die Teiler 1 und 2, also genau 2. Und ist damit im Sinne der Definition eine Primzahl, und zwar die einzige gerade Primzahl, die es gibt. Die 3, die Teiler 1 und 3, ist also ebenfalls eine Primzahl, während die 4 mit den Teilern 1, 2 und 4 keine Primzahl ist. Die 5 ist dann wieder eine, die 6 wieder keine, denn die hat die Teiler 1, 2, 3 und 6. Und so geht es weiter und dann bildet sich eine Reihe von Primzahlen. Es geht dann weiter mit der 7, 8, 9 und 10 sind keine, die 11 ist wieder eine, 12 keine, 13 eine. Dann kommen 17, 19, 23. Aber es gibt auch sehr viel größere Primzahlen, wie was weiß ich, zum Beispiel 98.867 oder 31.234.597.687. Es ist ein kleiner Sport der Mathematik, auch mit einem ernsten Hintergrund für moderne Kodierungsverfahren, immer größere Primzahlen zu finden. Und so haben wir mittlerweile sehr große Primzahlen, die wir kennen. Die größte bekannte hat über 23 Millionen Ziffern. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir gehen weiter. Was ist die Primfaktorzerlegung? Man sich eigentlich nur die Wörter so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das erste Wort ist prim, haben wir gerade geklärt. Das zweite Wort ist Faktor. Was ist ein Faktor? Ein Faktor ist, ganz einfach gesagt, die Zahl in einer Multiplikation. Sowas wie 2 mal 3. Die beiden Faktoren 2 und 3. Die Primfaktorzerlegung zeigt man am besten an einem Beispiel. Ich nehme mal die Zahl 100 und fange an. Was ist die kleinste Primzahl, die als Faktor in der Zahl 100 ist? Das ist die 2, denn 100 kann man zerlegen in 2 mal 50. Dann lasse ich die 2 vorne stehen und mache das Spiel einfach weiter und zerlege die 50 wieder. Auch in die 50 ist nochmal eine 2 drin. Das heißt, ich habe die 2 von vorher und dann 2 mal 25. Und die 25 kann ich ebenfalls noch in 2 Primfaktoren zerlegen. Die meisten wissen, das ist 5 mal 5 und damit sind alle Primfaktoren zusammen 2 mal 2 mal 5 mal 5. Eigentlich ein ganz einfaches Verfahren. Ich zeige es nochmal an einer schwierigeren Zahl. Ich habe jetzt mal die 990 herausgegriffen. Da fange ich wieder bei der kleinsten Primzahl an, die ich kenne, nämlich die 2, die ist auf jeden Fall drin. Und da muss ich ein bisschen rechnen und finde, das ist 2 mal 495. Da ist die 2 jetzt nicht drin. Kann ich als nächstes fragen, ist die 3 drin? Bilde ich mal die Quersumme. 4 plus 9 plus 5, das ist 18. 18 ist durch 3 teilbar, also ist auch die 3 drin. Also kann ich die Primfaktor zudem weitermachen. Die 2 lasse ich stehen, dann kommt noch 3 mal dazu und muss ein bisschen rechnen. 165. Dann fange ich an, ist die 3 vielleicht nochmal drin und gucke mir jetzt nochmal die Quersumme an, die ist jetzt 12, das heißt die 3 ist wieder drin und dann schreibe ich die 2 mal 3 wieder hin und dann nochmal mal 3 und das ist dann 3 mal 55. Und jetzt sieht man schon das Ziel, 55 ist 5 mal 11, das sind auch beides Primzahlen, das heißt die Primfaktorzerlegung insgesamt von 190 ist 2 mal 3 mal 3 mal 5 mal 11. Also immer bei der kleinstmöglichen Primzahl beginnen und sich dann Schritt für Schritt nach oben arbeiten. Und man hat das eigentlich normalerweise ziemlich schnell zerlegt. Kommen wir zu GGT und KGV. Was ist nun diese komische Abkürzung GGT? GGT steht für größter gemeinsamer Teiler von zwei oder mehr Zahlen. An einem kleinen Beispiel wird jedem klar, was gemeint ist. Zum Beispiel der GGT von den beiden Zahlen 12 und 15. 12 ist durch 2 teilbar, durch 3 teilbar, durch 4 teilbar. 15 ist durch 3 und 5 teilbar und der größte Teiler, den beide Zahlen haben, das ist die 3. Nochmal ein etwas komplizierteres Beispiel, GGT von 275 und 400. Gut, das sieht man sofort, da ist die 5 auf jeden Fall in beiden drin. Einige erkennen noch, dass die 25 drin. So könnte man vielleicht noch ein bisschen größere Zahlen probieren, aber tatsächlich, es gibt keine größeren Teiler. Das heißt, der GGT von diesen beiden Zahlen ist 25. Das kann man so ein bisschen ausprobieren, herausbekommen. Aber es gibt eben auch schwierig zu berechnende GGTs, wie zum Beispiel der von den beiden Zahlen 63 und 105. Da weiß ich es erstmal so schnell nicht. Das ist so ein bisschen an der Grenze von dem, was man erraten kann. Aber ich will es an dieser Stelle noch nicht verraten. Vielleicht kriegt der ein oder andere ja jetzt schon heraus, was es ist. Und wir werden gleich in dem Verfahren sehen, ob ihr recht habt oder nicht.
KGV ist dann das kleinste gemeinsame Vielfache, auch von zwei oder mehr Zahlen. Und auch dieser Begriff zeigt sich an einem kleinen Beispiel ganz deutlich. Ich habe jetzt erstmal die beiden Zahlen 3 und 8 genommen. Die Vielfachen von 3, das sind 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und so weiter. Und die Vielfachen von 8 sind 8, 16, 24 und so weiter. Und da merkt man schon, okay, die 24, das ist ein Vielfaches von beiden. Und zwar das kleinste Vielfache von beiden, also das kleinste gemeinsame Vielfache. In diesem Fall ist es auch das Produkt der beiden Zahlen, aber das ist nicht immer so. Nehmen wir mal zum Beispiel das KGV von 12 und 15. Das ist deutlich kleiner als das Produkt, werdet ihr gleich sehen. Aber dazu erkläre ich erstmal, wie das Vorgehen ist. Und zwar nehme ich die größere der beiden Zahlen, beziehungsweise die größte Zahl, wenn es noch mehr sind als 2, vervielfache sie und schaue dann, ob die kleinere Zahl oder die kleineren Zahlen, wenn es eben noch mehr sind, Teiler davon sind. Also hier nehme ich die größere Zahl, das ist die 15, und schaue, ob die kleinere Zahl ein Teiler davon ist. Nein, 12 ist kein Teiler von 15, dann nehme ich das Doppelte von 15, das ist 30. Guck wieder, ist die 12 ein Teiler davon? Auch nicht der Fall. 3 mal 15 sind 45, auch das ist nicht durch 12 teilbar. Aber 4 mal 15, das sind 60, und 60 geht sehr wohl durch 12. Und damit habe ich dann das KGV gefunden. Aber KGV kann auch sehr schwierig zu berechnen sein. Etwa mit diesen beiden Zahlen, die ich mir vorhin schon rausgegriffen habe, 63 und 105. Da müsste ich schon eine Weile rumprobieren, wenn ich das mit der Methode mache. Und bei den größeren Zahlen oder den unbequemen Zahlen wie diese beiden, dann bestimme ich den GGT oder das KGV mit der Primfaktorzerlegung. Beginnen wir mit dem GGT von 63 und 105. Ich brauche die Primfaktorzerlegung der beiden Zahlen. Da mache ich die mal zuerst, also zerlege die 63. Die 2 ist nicht drin, aber die 3 ist drin. Das ist also 3 mal 21. Und 21 erkenne ich sofort als 3 mal 7, also ist die Primfaktorzerlegung von 63 3 mal 3 mal 7. Nehmen wir 105, auch da ist die 2 nicht drin, aber die 3, es ist 3 mal 35. Und 35 erkenne ich als 5 mal 7, also ist dort die Primfaktorzerlegung 3 mal 5 mal 7. Und jetzt sagt uns der folgende Satz, wie ich daraus den GGT bestimmen kann, nämlich der GGT ist das Produkt aus allen Primfaktoren, die in allen Zahlen, also hier in beiden Zahlen, enthalten sind. Dann schaue ich mal hin und sehe zuerst, die 3, die ist auf jeden Fall in beiden Primfaktorzerlegungen enthalten. Bei der 63 ist nochmal eine 3 dabei, aber die gibt es nur in der oberen, also nicht in der unteren, deswegen ist sie nicht im GGT. Die 5 ist nur im unteren, aber nicht im oberen, deswegen auch nicht im GGT. Aber die 7 ist nochmal in beiden enthalten. Das heißt, der GGT von den beiden ist 3 mal 7 und das ist dann 21. Mit den Primfaktorzerlegungen kriege ich auch das KGV heraus. Nehme ich jetzt einfach mal die beiden gleichen Zahlen, dann muss ich jetzt nicht nochmal neue Primfaktorzerlegungen machen. Und schaue mir an, das KGV ist das Produkt aus allen Primfaktoren, die in mindestens einer Zahl enthalten sind. Das klingt jetzt ein bisschen komplizierter, man muss beim Verfahren noch ein kleines bisschen mehr nachdenken, aber ich zeige es an den beiden Zahlen. So schwer ist es nicht. Und zwar fange ich an, gucken wir bei der 63 an, ist der Primfaktor 3 enthalten und deswegen ist er auch im KGV. Aber die 3 ist auch in der 105 enthalten und kann sie gleich einmal mit wegstreichen, wenn ich sie in das KGV mit eintrage. Dann sehe ich, in der 63 ist nochmal die 3, deswegen muss sie auch mit in das KGV hinein, auch wenn sie nicht nochmal in der 105 drin ist. Die 5 ist dann in der 105 drin und deswegen auch im KGV, auch wenn sie nicht in der 63 enthalten ist. Und die 7 ist wiederum in beiden enthalten und ist deswegen auch im KGV drin. Und dann muss ich nur noch die vier Zahlen zusammenrechnen. 3 mal 3 mal 5 mal 7 sind 315. Und dann habe ich das KGV gefunden. Das braucht man dann zum Beispiel in der Bruchrechnung. Ist ja wiederum ein anderes Kapitelchen. An dieser Stelle höre ich erstmal für diesen Film hier auf und verabschiede mich und wünsche euch viel Erfolg beim Bestimmen von GGT und KGV auf eure eigene Weise. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.